Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge bei Black Mirror 2. Ja, typisches englisches Wetter, schön ungemütlich, nass, kalt, mit Gewitter. Und natürlich auch passend zu unserem Gruselschloss hier, wo wir gerade unterwegs sind. Ne? So, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir irgendwo Tee herbekommen. Das Schloss können wir aktuell nicht verlassen. Nicht zuletzt wahrscheinlich auch wegen dem Unwetter gerade. Aber wie gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal Gedanken drüber machen, wo wir Tee herbekommen. Ich frage mich halt so ein bisschen, wo der alte Tee geblieben ist, den Bates entsorgt hat, ne? Und vor allen Dingen, das Essen müsste wahrscheinlich irgendwann anbrennen, ne? Unbeobachtet die ganze Zeit jetzt hier. Ah, das Telefonat ist beendet. Sehr schön. Na dann können wir doch bestimmt erstmal in die Bibliothek gehen. Oder wollen wir mal... So, auf den kleinen Tisch da wahrscheinlich müssen wir bestimmt den Tee stellen. Oder auch nicht. Ah, da hinten. So, die Kanne und das Service sind schon mal an Ort und Stelle. Jetzt fehlt nur noch der Tee. Im Dorf ist es extrem gefährlich. Der Orden wird auf jeden Fall nach mir suchen. Aber es wäre eine gute Gelegenheit zu sehen, ob Bates vielleicht versucht, den Orden zu alarmieren. Ich muss wohl doch nochmal ins Dorf zurück und Tee besorgen. Aber bevor ich mich in die Höhle des Löwen begebe, werde ich vorsorgen. Am besten, ich locke den Orden ins Hotel. Dann habe ich halbwegs freie Bahn auf dem Dorfplatz. Hier ist doch ein Telefon. Ah, das ist clever. Teeservice und Teekanne stehen hier. Für die Tea Time fehlt aber noch Tee. Das ist clever, ne? Dann rufen wir jetzt mal im Hotel an, stellen da ein paar Fragen. Und falls der Besitzer des Hotels vielleicht auch Teil des Ordens ist, wird er die Information natürlich weitergeben. Dann wollen wir mal. Bin mal gespannt. Murray? Hallo, Darren Michaels hier. Ich werde heute noch abreisen. So in einer halben Stunde bin ich im Hotel. Ich wollte Ihnen das nur schon mal mitteilen, damit Sie die Rechnung vorbereiten können. Nichts vorzubereiten? Ach ja, ich habe ja im Voraus bezahlt. Egal, jetzt wissen Sie ja Bescheid. So in einer halben Stunde, Mary. Bis gleich. Okay, Mary weiß Bescheid. Wenn ich mich nicht ganz irre, wird der Großteil des Ordens in einer halben Stunde im Hotel auf mich warten. Dann auf ins Dorf. Naja, klingt doch schon mal ganz gut. Frag mich halt immer noch, was es mit dem Stammbaum auf sich hat, ne? Den können wir nach wie vor benutzen hier. Ah. Das ist der Stammbaum der Familie Gordon. Fast der gleiche, der auch in Wales hing. Tja, irgendwas können wir hiermit noch machen. Tja, wird wahrscheinlich im Moment erstmal ein Rätsel bleiben. So, aber irgendeine Bewandtnis muss es ja noch haben. Also irgendwie werden wir damit nochmal zu tun haben. So, dann würde ich sagen, auf Richtung Dorf, ne? Auch wenn das Wetter sehr, sehr widerlich gerade ist. Und ich da eigentlich lieber hier im Dorf, lieber hier im Schloss bleiben würde. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwelche Informationen kriegen können. Ich habe momentan keine Fragen an Sie. Okay, und dann Victoria? Bei ihr scheinen wir nochmal zu fragen. Ah, was können Sie uns denn nochmal über das Schloss sagen? Das Schloss ist sehr schön, aber es... naja... Es zerfällt langsam, meinen Sie? Ich befürchte, da haben Sie recht. Und es ist nicht das Einzige, was hier zerfällt. Wie meinen Sie das? Das Geschlecht der Gordons. Seit Jahrhunderten lebten wir hier in der Gegend und prägten sie wie niemand sonst. Unsere Familie wird aussterben, Mr. Falk. Bald wird es keine Gordons mehr geben. Und das Schlimmste ist, ich bin mir nicht einmal sicher, ob es ein Verlust ist. Sie meinen wegen... Wegen des Leids, für das einige von uns verantwortlich sind. Ja. Mir ist gerade aufgegangen, dass diese Frau meine Großmutter ist, wenn Angelina recht hat.
Sie scheint nichts von einem Enkel zu wissen. Oder doch? Ihr Blick war irgendwie seltsam. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Gerne. Naja, stell dir mal an, sie weiß es schon. Bin ich fast von überzeugt. Das Telefonat hat ja so ein bisschen darauf hingewiesen, ne? So, dann wollen wir mal. So, dann auf Richtung Dorf, würde ich sagen. Dann mal los. Der Orden ist abgelenkt und Bates ist noch in Willow Creek. Mal sehen, was er wirklich dort will. Ich verstehe nicht ganz. Es sieht so aus, als ob seine Jacke eine Kapuze hätte, ne? Dass er jetzt hier einfach so durch den Regen rennt. Ich glaube kaum, dass er in der Bibliothek einkaufen war. Tom ist wieder hier. Also hat Bates doch was mit dem Orden zu tun. Ich muss näher ran, aber besser außenrum. Ah, interessant. Ich bin nicht ein Laufbursche. Sie erhalten immerhin eine großzügige Entschädigung. Ja, ja, du weißt genau, wie dringend ich diese beschissene Entschädigung brauche. Ich verbitte mir diesen Ton. Sie wissen. Schon gut, Alter. Ich gehe sie suchen. Vielen Dank. Was hat er gemeint mit ich gehe sie suchen? Hm? Das ist die große Frage. Hier ist geschlossen. Hier kommen also nicht rein. Tja, die große Frage ist, sollten wir ihnen nachgehen? Ich meine, hier scheint keiner mehr zu sein. Hier geht's zum Hotel. Jetzt zum Jahrmarkt. Tja, das beantwortet uns aber immer noch nicht, wo wir Tee herkriegen. Zum Museum. Einziger Ort, wo wir im Moment wahrscheinlich rein könnten, ne? Das Museum. Das Museum hat geschlossen. Wurde wohl zu oft eingebrochen. Einziger andere Ort, wo wir hin könnten, wäre zum Hotel. Aber ist das so ratsam? Ich muss mir erst Tee aus dem Pub besorgen, bevor ich wieder zum Schloss zurückgehe. Und zum Hotel gehe ich mit Sicherheit vorerst nicht zurück. Okay. Das bedeutet... dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach das Einbruchswerkzeug jetzt wieder brauchen. Welche Ironie, dass wir mit dem Einbruchswerkzeug, was wir von Tom bekommen haben, in Tom seinen Pub einbrechen anscheinend. Das wird eine leichte Ironie gerade. Abgeschlossen. Verdammt. Wo sonst kriege ich in dem toten Kaff Tee her? Ich muss da rein. Bis heute Abend zu warten, habe ich keine Zeit. Tja, dann lass mal versuchen, ob wir damit reinkommen. Wie passend. Ausgerechnet Toms Tür mit seinem eigenen Werkzeug zu knacken. Das gleiche Prinzip wie im Hotel. Ach, das ist das wieder, ne? Okay, dann müssen wir auch wieder gucken, ne? Okay, das muss ganz hinten, ein klein bisschen höher. Nur vielleicht. Noch ein bisschen höher. Das könnte in etwa hinkommen. Nee, das muss noch weit, deutlich weiter nach oben. Wobei, nee, es muss runter, ne? Ist ein Denkfehler, es muss ja weiter runter.
So, das muss alles auf jeden Fall deutlich weiter runter. Muss sogar noch weiter runter. Hier hinten muss es wieder höher. So, hinten passt schon mal. Bei dem Knick muss es wieder ein klein bisschen höher. So in etwa. Ja, das klappt. So, da müssen wir wieder ein ganzes Ende höher. Ja, gucken wir mal. Ja, klein bisschen höher kann es noch. Gucken wir mal, so vielleicht. Ja, das sieht gut aus. Jetzt muss nur das hintere wieder runter, ne? Ja, muss noch weiter runter. Aber die Idee ist schon mal richtig. Sehr schön. Wir hätten es auch schon automatisch lösen können. Aber ich habe ja erreicht, was ich wollte. Schade. Hm? Letzte Mal benutzt quasi. So, dann gucken wir mal. Da steht eine Tüte Tee. Dann haben wir auch alles, was wir brauchen. Da ist ja der Tee, den ich brauche. So. Jetzt schnell zurück zum Schloss. Schade, dass wir hier nicht noch mehr machen können, ne? Jetzt haben wir gerade mal die Möglichkeit, hier alles durchzugucken. Oh. Aber unser schönes Einbusswerkzeug ist eliminiert oder zerstört. Das ist ein bisschen schade. Ich schätze, Bates ist noch nicht zurück. So, ist mittlerweile irgendwas im Briefkasten gelandet? Leer. Nee. Okay. So, dann auf zum Haupteingang. Aber eins muss man sagen, das Schloss sieht echt nice aus irgendwie. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag so eine alten Herrenhäuser irgendwie. Hat irgendwie was. So, die größte Frage ist, können wir den Teebeutel einfach so da jetzt in die Kanne hängen? Alter, sind wir durchgeweicht, ne? Sind wir durchgeweicht? Was ist denn das eigentlich für Tee? Tee. Die Marke sagt mir nichts. Sieht aus wie schwarzer Tee, ne? Damit ist das Gedeck fertig. Fehlt nur noch heißes Wasser. Am besten sage ich einfach Sally Bescheid. So, na jetzt. Wenn er uns das schon mal vorschlägt, würde ich sagen, machen wir das auch direkt so. Hier müsste ja wahrscheinlich oben noch zugange sein. Oh. Da hat es aber schön aufgeräumt hier, ne? Der Boden ist wieder blitzblank. Sally hat ganze Arbeit geleistet. Aber etwas anderes blieb ihr wegen Bates wohl auch noch übrig. So, damit ist auch das Interaktionsfeld für den Boden damit erledigt, ne? Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Außer vielleicht, dass der Stöpsel fehlt. Ein Vollbart könnte also schwierig werden. So, der Wischeimer. Sally hat ihr Putzzeug hier abgestellt. Ein alter Metalleimer mit Wischmopp. Können wir damit irgendwas anfangen? Ich nehme den Mob mit. Hm. Aber anscheinend nur das Unterteil, ne? Ja, den Stab hat er da gelassen. Ein großer, schwerer Wischlappen. Vermutlich älter als ich. Hm, okay.
Wird sich zeigen, wofür wir das hier brauchen können. Ah. Damit das Bad irgendwie verstopfen? Ich lege den Wischmob direkt über den Abfluss. Naja, die Frage ist, was bringt uns das? Grundlos sollte ich das Badezimmer lieber nicht unter Wasser setzen. Gut, aber wir haben es zumindest schon mal präpariert, ne? Ich sehe müde aus. Gut, dann kommen wir hier, denke ich, erstmal wieder raus. Präpariert haben wir es schon mal, sobald wir es also brauchen. Können wir dann entsprechend uns darum kümmern. So, dann ab in die Küche. So, dann halten wir Sally mal wieder von der Arbeit ab. Guten Tag, Sally. Hi. So, dann einmal bitte Tea Time einlöten. Sally, Bates hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, dass Sie heute die Tea Time einläuten dürfen. Es fehlt wohl nur noch heißes Wasser. Ach, dafür bin ich also wieder gut genug. Er war ziemlich erschöpft vom Einkaufen. Kein Wunder. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht einfach Louis Bescheid gesagt hat. Sehr schön. Ich schon. Sehr gut, sehr gut. So, wenn die alten Damen dann aus dem Eingangsbereich weg sind, können wir uns dann an den Podest zu schaffen machen. Ah, sehr schön. So. Ich habe natürlich ein bisschen Befürchtung, wenn wir das jetzt kaputt kloppen, dass wir dann hier nicht noch hin können. Ich wäre nicht angetan davon, wenn ich hier mit einem Hammer die Steinplatte bearbeite. Das hört man im gesamten Schloss. Ich hätte sofort die Polizei am Hals und dann wird es kompliziert. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir hatten doch hier Handtücher, hm? Ein Haufen Handtücher. Kleine, große, nichts als Handtücher. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große, nichts als Handtücher. Schade, hier können wir noch nichts mitmachen. Meine Idee wäre nämlich jetzt gewesen, den Hammer mit Stoff zu umwickeln und dann den Schlag zu machen. Ne? Die Handtücher hätten ja wahrscheinlich dann so ein bisschen den Lärm gedämmt, wenn auch nicht hundertprozentig. Die Tür ist abgeschlossen. Frage ist, wie machen wir das dann mit der Platte? Wie gesagt, mit dem Messer kriegen wir das Ganze ja anscheinend nicht auf, ne? Hinter der Tür soll angeblich nicht mehr sein als einige Räume, die seit dem Brandeinsturz gefährdet sind. Und solange ich den Schlüssel für die Tür nicht habe, kann ich nicht das Gegenteil beweisen. Tja, dann gehen wir mal in die Bibliothek und gucken mal, ob wir da vielleicht noch irgendwelche Informationen kriegen. Wir werden wahrscheinlich eh warten müssen, bis Bates wieder da ist, ne? So, dann reden wir mit den Damen doch mal. Aber ja, guck mal noch mal hier beim Tee. Alles bereit für die Tea-Time. Ich habe gerade keine wichtigen Fragen an Sie. Sie trinken gerade Tee. Da will ich nicht mehr. Okay, hier können wir also nichts mehr machen. Das wird jetzt die große Frage werden. Wie kommen wir jetzt da an die Platte? Es darf keinen Lärm machen. Das ist die große Frage. So. Sie ist gerade so fleißig. Da will ich nicht stören. Wie können wir mit dem Hammer was machen, dass es keinen Lärm macht? Wir noch mal nach draußen gucken.
wundert es halt auch, dass die Matschpfütze immer noch da ist, ne? Am Brunnen ist nichts, was mich interessiert. Ich lasse ihn lieber arbeiten. Hier können wir also auch nichts mehr machen. Ah, das ist echt kompliziert gerade. Ich meine, vielleicht denke ich auch einfach zu kompliziert. Sally scheint sich nicht gerade für ihren Job aufzureiben. Sally scheint sich nicht gerade für ihren... Ich nehme mal stark an, ich denke einfach wieder schon zu kompliziert. Treppe. Es würde mit dem Hammer zu viel Lärm machen. Ein verzierter Zaun oder eine Art Absperrung ist hier rund um den Globus. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Da kann man auch nichts mitmachen, ne? Das geht wirklich zu weit. Ich muss einen anderen, möglichst geräuschlosen Weg finden, die Platte zu öffnen. Dem Messer geht's halt leider auch nicht, ne? Ich bin mir fast sicher, dass hinter der Steintafel ein Geheimfach verborgen ist. Wie soll ich da rankommen? Ich bin mir fast sicher, dass... Das geht wirklich zu weit. Ich muss einen anderen, möglichst geräuschlosen Weg finden, die Platte zu öffnen. Ich bin mir fast sicher, dass wir schon auf der richtigen, dem richtigen Pfad sind. Müssten doch sicherlich irgendwie die Handtücher kriegen. Ich meine, alle anderen Räume haben wir schon abgesucht, da war jetzt nichts mehr. Einzige Möglichkeit ist halt wirklich oben noch, hm? Ein altmodisches Telefon, aber... So viel zum Thema Nacktheit in England. So viel zum Thema Was hat es halt mit dem Gemälde auf sich? Das ist halt die Frage. Es kann eigentlich nur hier drinnen mit zu tun haben, ne? Handtücher. Kleine, große, nichts als Handtücher. Irgendwas müssen wir wahrscheinlich übersehen. Was übersehen wir? Oder hätten wir den Mob vielleicht gebraucht? Da wird trotz Lappen immer noch Wasser abfließen. Aber deutlich weniger als durch den Hahn in die Wanne gelangt, schätze ich. Da wird trotz Lappen immer noch Wasser. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt irgendwie den Fehler gemacht haben. Grundlos sollte ich das Badezimmer lieber nicht unter Wasser setzen. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt aus Versehen irgendwie schon einen Schritt zu weit gemacht haben, ne? Und hätten den Mob vielleicht gebraucht, um den Hammer zu umwickeln. Das wäre jetzt ein bisschen der Punkt. Was anderes sehe ich jetzt, hätte ich ja jetzt leider auch nicht mehr, ne? Ein Haufen Handtücher. Kleine, große, nichts als Handtücher. Spiegel können wir auch nichts mehr machen. Ich sehe müde aus. Tja. Können wir mal gucken, was wir hier jetzt aktuell gerade haben. Neueste Aufgabe. Tee besorgen. Haben wir eigentlich im Moment alles, ne?
Englisches Schloss ohne Tee. Um auf Nummer sicher zu gehen, muss ich in den Orden vorher vom Dorfzentrum weglocken. Das haben wir gemacht. Das haben wir erledigt. Das haben wir auf jeden Fall auch schon. Wundert mich halt ein bisschen, dass wir hier im Moment nichts Neues irgendwie haben. So. Bettzimmer kommen halt auch nicht rein. Die Tür ist abgeschlossen. Ein altmodisches Telefon. Gemälde können wir auch nichts machen. Ja, stehen wir gerade ein bisschen auf dem Schlauch, habe ich das Gefühl, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist ein bisschen verworren das Ganze gerade. Ah, hier haben wir halt leider auch nichts mehr, ne? Den Damen können wir nicht reden. Solange die Ladies hier ihren Tee trinken, sollte ich einen anderen Ort für mein Telefonat wählen. Sie trinken gerade Tee. Da will ich nicht nerven. Tja, aber mehr gibt's hier auch nicht zu tun. Aber warum ist der Teewagen immer noch aktivierbar hier, ne? Auch so eine Frage. Alles bereit für die Tea Time. Den Stammbaum können wir halt auch noch aktivieren. Das ist jetzt die große Frage. Ich würde mal fast sagen, wir machen mal eine kleine Folgenpause. Und ich werde mal gucken, ob ich in der Zwischenzeit irgendwie rausfinden kann, was wir hier genau machen müssen, um hier an den Globus ranzukommen. Das wird, glaube ich, die cleverste Sache sein, die wir nochmal machen können. Daher, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann wird es hier weitergehen, hoffentlich mit dem Geheimnis, wie wir an den Globus rankommen und das Geheimfach. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, fleißig Däumchen drücken und kommentieren. Schön gesund bleiben und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao.